Hallo zusammen. In diesem Video geht es um die Fragen, wie können Marketing und Vertrieb in einem Unternehmen möglichst gut zusammenarbeiten und hierbei Synergie nutzen? Warum ist das überhaupt relevant? Ich gebe mal ein Beispiel. Das Marketing erzählt, wie gut die Produkte sind und wie zuverlässig das ganze Unternehmen arbeitet. Dem Vertrieb ist das egal, der verkauft. Hauptsache verkaufen, verkaufen, verkaufen und dann kann man die Erwartungen des Kunden möglicherweise nicht erfüllen. Und das ist mal so ein Beispiel, wo Probleme entstehen können. Und da ist die Frage, wie können beide Abteilungen besser zusammenarbeiten? Das geht natürlich über eine gute Strategie und gute Prozesse, aber wir gehen in diesem Video ins Detail. Viel Spaß dabei. Bevor es losgeht, eine wichtige Info. Alle Infos dieses Videos gibt es im Detail vertieft auch in unserem Blogbeitrag, der ist unten drunter verlinkt. Los geht's. Erste wichtige grundlegende Empfehlung bei dem ganzen Thema. Die Synergien zwischen den Mitarbeitern im Bereich Marketing und Vertrieb kann man eigentlich nur dann wirklich heben, wenn sich beide Abteilungen zusammensetzen, im besten Falle mit der Geschäftsführung und dem Innendienst, also den Leuten, die auch die Dienstleistung oder Produkte erstellen, und man eine Strategie entwickelt. Sagt man so umgangssprachlich. Eigentlich spricht man hier über eine Konzeption für Marketing und Vertrieb, aber umgangssprachlich geht es um Strategie. Ja, was sind Ziele, was sind Zielgruppen, was sind Touchpoints, wie geht man damit um? Ich gebe mal ein Beispiel, warum das so wichtig ist. Wenn das Marketing zum Beispiel nach draußen kommuniziert, über Social Media und ein Newsletter-Marketing für ein Autohaus, das im Herbst der Reifenwechsel ansteht und man möchte neue Kunden darüber gewinnen, ja, weil man sehr gut die Reifen wechselt, weil man die Reifen einlagert, dann würde der Marketing ja diese Kampagnen der Kommunikation vorbereiten und ausspielen. Aber der Vertrieb würde ja natürlich davon profitieren, wenn die Leute, die Interesse haben und sich zum Beispiel eintragen, ja, über ein Formular, dass die auch dann abtelefoniert werden. Und das sehen wir auch als Marketing-Experten in der Praxis häufig. Das Marketing macht irgendwelche Kampagnen, bewirbt vielleicht neue Produkte. Das ist genau der Grenzbereich zum Vertrieb. Und dann fehlt es an klaren Abstimmungen und Rollenfestlegung, wer jetzt die gewonnenen Kontakte eines Formulars auf der Webseite nimmt und anruft. Ja? Ich sage mal, die Frucht muss am Baum gepflückt werden. Man kann nicht darauf warten, dass sie ins Körbchen reinfällt. Das passiert nur selten. Also muss der Vertrieb zügig, nachdem die Daten sind, die Kontakte, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse nutzen und den Interessenten anrufen. Sonst verliere ich in meinem Kundentrichter, wo ich oben viel Geld und Zeit und Werbung reinstecke, verliere ich unten letztendlich für den Vertrieb den Umsatz. Und das erleben wir häufiger, je größer ein Unternehmen ist. Und diese Probleme der Kommunikation und Abstimmung kriege ich nur über festgelegte Prozesse, die entlang sämtlicher Kundenkontakte geregelt sind, gelöst. Ein weiteres Beispiel für wichtige Abstimmung und Synergien ist der Bereich Social Media. Stell dir mal vor, dein Unternehmen ist auf LinkedIn oder Facebook präsent und es gibt jemanden, der für Marketing verantwortlich ist und diese Kanäle regelmäßig bespielt. Und auf einmal kommt es dazu, dass eine geplante Beitragsreihe unglaublich gut performt und ganz, ganz viele Leute antworten und reagieren darauf und schreiben Kommentare unter die Social Media Beiträge. Das heißt, hier sind ja potenzielle Kunden für dich, die sich für dich interessieren. Jetzt ist doch die Frage, nicht nur, dass jemand darauf irgendwie reagiert, jemand, der Marketing ist, kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, hey, du hast Interesse, können wir dich mal anrufen, vielleicht können wir zusammenarbeiten, macht er nicht. Im Rahmen des guten Community Management reagiert er nur darauf. Dann ist die Frage, kann man nicht die Social Media Kommunikation nutzen, dass der Vertrieb über eigene Profile jetzt gezielte Kandidaten noch anschreibt. Hey, du hast mit meinem Beitrag interagiert. Hey, du hast mit meinem Blogbeitrag interagiert. Du warst der Leser Nummer 1. Sollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Das ist nicht die originäre Aufgabe von Marketing. Marketing kommuniziert an die Zielgruppen und kommuniziert auch mit den Zielgruppen. Aber wer pflückt die reifen Äpfel vom Baum? Das ist der Vertrieb. Und da stellt sich genau die Frage, wer schreibt auf LinkedIn, auf Facebook Interessenten konkret an, damit Potenzial hier nicht verloren geht. Eine gute Frage. Ich habe keine Lösung. Das müsst ihr oder das musst du im Unternehmen bei euch im Rahmen eurer Strategie festlegen. Individuell. Auch der Vertrieb kann Dinge übernehmen, die man erstmal dem Marketing zuordnet. Das Thema Corporate Influencer ist zum Beispiel ein gutes Beispiel auf LinkedIn. Auf LinkedIn sind ja viele Führungsfachkräfte und Geschäftsführer aktiv, die aufgrund ihrer Stellung und ihrer Netzwerke auch gute Reichweiten über diese Personenmarken und Personenprofile erzielen. Auch hier können Mitarbeiter aus dem Vertrieb, wenn sie medienaffin sind, sinnvoll eingesetzt werden, um als Personenmarke nochmal aufzutreten und das grundsätzliche Marketing mit LinkedIn-Profilen der Unternehmen zu unterstützen,
Denn der Vertriebler als Person kann natürlich viel besser auch potenzielle Interessenten anschreiben, als es ein Mitarbeiter aus dem Marketing über ein Unternehmensprofil kann. Das habe ich also eben schon erwähnt. Ja, das ist eine gute Synergie. Und hier nochmal konkreter Hinweis: Identifiziert bei euch im Vertrieb und in der Geschäftsführung Personen, die kommunikationsstark sind, die guten Netzwerk haben, die können hier gezielt in den sozialen Medien, gerade bei LinkedIn, agieren, um auch nochmal starke, interessante, große Kunden, potenzielle Kunden anzusprechen. Mein nächstes Beispiel zeigt, dass es sich lohnt, tief in die Prozesse zu gehen. Beispiel: Ein Kunde ruft im Unternehmen an. Ein Kunde schreibt eine E-Mail und landet mit seiner Interessensäußerung und seinem Bedürfnis direkt bei einem Vertriebsmitarbeiter oder jemand, der Vertrieb macht. Dann geht es ja primär darum, dem Kunden eine passende Lösung am Ende anzubieten. Es geht aber in erster Linie leider nicht darum, zu überprüfen, ob der Interessent im Newsletter drin ist, vielleicht einmal im Jahr auch bereit ist, Post zu bekommen, hat er datenschutzrechtlich dem Ganzen zugestimmt. Das heißt, wir haben auch den Rückbezug aus dem Vertrieb ins Marketing. Das heißt, man sollte sich überlegen, gerade im Vertrieb, bei den Kontaktpunkten, die man hat, am Telefon, im persönlichen Gespräch, auch später in der Kundenbetreuung, ob der Kunde Interesse hat, in den bestehenden Kanälen mit integriert zu werden. Also Newsletter, Social Media, Post-Newsletter, Mailings und so weiter. Also der Rückbezug aus dem Vertrieb ins Marketing ist wichtig, denn hier kann man über die ganz klassische reale Welt nochmal die Community des Unternehmens im Marketing, ja, den Kundenbestand erweitern und aufbauen. Das ist natürlich naheliegend, aber oftmals auch nicht präsent in den Köpfen. Und das kann man auch nur wieder ansprechen, indem man die Prozesse transparent macht und das mit den Leuten bespricht und die Leute schult. Und das ist natürlich nicht offensichtlich für viele. Ja, gerade im Vertriebsgespräch geht es darum, einen Abschluss zu machen, einen Kunden zu betreuen und geht es nicht in erster Linie darum zu gucken, ist der im Newsletter-System. Das zeichnet, aber auf lange Sicht ist das ein großer Benefit und zahlt auf den Unternehmenserfolg ein. Ein weiteres Informationsbedürfnis des Marketings ist immer zu fragen, wie relevant die entsprechenden Kanäle sind. Das ist aber schwierig. Wenn man einen Kunden fragt, wie bist du letztendlich auf mich aufmerksam geworden, dann sagen Kunden oftmals sowas, ja, ich habe dich irgendwie gegoogelt oder so. Ja? Aber letztendlich vergisst der Kunde, dass er sich über das Unternehmen auch informiert hat. Ja? Der Kunde hat irgendwie ein Google-Profil gesehen, ist mal auf Social Media vorbeigekommen. Und wenn man ihn so lapidar fragt, dann nennt er oftmals den vermeintlich relevantesten Kanal, über den er zuletzt gekommen ist. Und das ist ja das Marketing eigentlich eher uninteressant. Das Marketing, wir wissen, wie relevant sind denn die ganzen Touchpoints, die das Marketing bespielt? Also Newsletter, Social Media, Website, Rezensionsdatenbanken, Kununu, Google und so weiter. Und hier ist es auch wichtig, dass man im Vertrieb genau diese Fragen implementiert. Ja? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Auf welchen Kanälen haben sie sich über uns informiert? Damit das Marketing auch eine Art der Evaluation bekommt, wie relevant die einzelnen Kanäle sind. Ja? Eigentlich ist das eine Must-Have-Anforderung, die aber oftmals auch zu kurz kommt, weil man das Gefühl hat, hatte dazu keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, müsste man mal machen, hat man aber nicht. Auch das wird alles im Rahmen einer Marketing- und Vertriebsstrategie erarbeitet. Du merkst, wir haben die ein oder anderen Erfahrungen, die wir in die Videos aus Kundenprojekten mit einfließen lassen. Wenn du möchtest, dass wir dich gezielt unterstützen beim Aufbau deines Marketings oder deines Vertriebs, unterstützen wir sehr, sehr gerne über eine Marketing- und Vertriebsstrategie, die auch sehr, sehr gerne in den digitalen Bereich mit reingeht, der heute sehr, sehr wichtig ist. Also bei Interesse, komm gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir. Bleib gesund, bis bald. Abonniere den Kanal und bei Fragen immer in die Kommentare.